Es ist vor allen Dingen hilfreich, Sachen objektiver zu sehen, weil man nicht mehr die Dinge so bewertet, auch nicht mehr so moralisch bewertet. Also das Wissen über Gehirn, über Gehirnfunktionen, Hirnforschung, Neuroplastizität, ja, Synapsen sind ja ein Bauteil, sage ich mal, des Neuronennetzwerkes, also der Nervenzellen im Grunde, wie die miteinander verbunden sind und wie die miteinander kommunizieren. Und dieses Wissen ist enorm gewachsen. Also wir wissen heute ganz, ganz viel über das Gehirn und das ist total hilfreich. Es ist vor allen Dingen hilfreich, Sachen objektiver zu sehen, weil man nicht mehr die Dinge so bewertet, auch nicht mehr so moralisch bewertet. Ne? Es ist ja aus der Psychiatrie-Geschichte bekannt, dass man Sachen sehr, ja, wie soll man sagen, sich nicht sicher war, was ist jetzt Geist, was ist Körper, ne? Ist jetzt jemand, der verrückt geworden ist, auch irgendwie von irgendwas Spirituellem vielleicht beeinflusst worden. Ne? Es gab ja früher mal sogar die Ideen, irgendwie den schlechten Geist austreiben zu wollen und so weiter. Also es war ganz früher mal. Inzwischen hat man eine sehr gute Idee davon, wie das Gehirn funktioniert und auch wie bestimmte Störungsbilder entstanden sind. Das ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Einmal natürlich, was die Pharmakologie angeht. Also es gibt inzwischen ganz gute Medikamente, die natürlich auch an den Synapsen zum Beispiel angreifen, also an den Nervenzellen selber. Da die Transmitter, also diese kleinen Moleküle, ne, die da hin und her wandern und letztlich das Gehirn ja auch steuern und beeinflussen. Also früher war es zum Beispiel so, dass Kriegsveteranen, die aus dem Krieg kamen, denen ging es richtig schlecht, die waren traumatisiert, die hatten Flashbacks, ne? Die hatten wieder Erinnerungen und Bilder an die Zeit aus dem Krieg und man konnte nur wenig machen. Also man hat denen nur wenig helfen können, dass sie diese Bilder wieder losgeworden sind. Heute dadurch, dass man viel mehr darüber weiß, wie das Gehirn funktioniert, wie man therapeutisch an diese Funktionen rankommt, kann man heute phänomenal gut mit solchen schwer traumatisierten Menschen, komplex traumatisierten Menschen arbeiten. Ein Verfahren ist zum Beispiel EMDR, wo man mit schnellen Augenbewegungen versucht, diese Bilder wieder zu löschen. Das funktioniert also wie im Traum sozusagen, wo man ja im REM-Schlaf ja auch schnelle Augenbewegungen hat, versucht man sozusagen in so einer Art Trance-Zustand diesen Traumzustand zu simulieren, um durch schnelle Augenbewegungen diese inneren Bilder wieder zu löschen, sodass man so jemanden wirklich dahin bringen kann, aus dieser schweren, komplexen Traumatisierung wieder rauszukommen.